Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal und es ist soweit bald morgen. Ja, unser Lied oder heute, ich weiß noch nicht, wann ich das Video jetzt raushaue. Genau, unser Lied für Liverpool. Der deutsche Vorentscheid zum EC steht an und ich bin super hyped, super aufgeregt, super nervös und freudig und ich kann meine Emotionen kaum in Worte fassen. Ja, ich habe hier nochmal ein Aufmacherbild für euch mit den Kandidaten und ja, ich bin mal gespannt und habe natürlich, so spontan wie ich bin, noch eine Playlist erstellt mit meinen Ranking. Wir haben ja neun Teilnehmerlieder. Wir hätten noch die TikTok-Lieder. Ja, die habe ich jetzt aber weggelassen. Ich habe jetzt wirklich nur die im Finale sind, die neun Lieder. Und ja, da habe ich jetzt hier ein Ranking gemacht. Und Platz Nummer 9. Ja, meine Nummer 9 ist halt einfach Ilke Hüftgold mit Lied mit gutem Text. Ja, nee, nein, nein, nein. Ich konnte es nicht verstehen, dass dieses Lied von den TikTok-Sachen eine Wildcard bekommen hat. Nein. Ganz schlimm. Also, nee, kann ich nicht verstehen. Möchte ich auch nicht verstehen. Nein. Platz Nummer 8, da haben wir Frieda Gold mit dem Lied Alle Frauen in mir sind müde. Ja, also manchmal sind die Frauen in mir auch müde. ich mochte mal von Frieda Gold das Lied Wir sind Gold. Oder wir werden wie Gold sein. Ich glaube, so hieß das, ne? Ja, es ist was anderes vom Musikstil, als was ich so normalerweise höre. Ich würde es jetzt aber einfach nicht bevorzugen, beziehungsweise gezielt mir anhören. Ich würde es jetzt nicht bei Spotify in meine Lieblingsliederliste packen und mir dann anhören. Nein. Genau, das nächste Lied, also Platz Nummer 7, ist Annika Russo mit Once Upon a Dream. Dasselbe Beispiel. Also sie mag eine wunderhübsche Frau sein und toll singen können auch, aber es ist nicht mein Musikstil, den ich mag, den ich gut finde. Und ich finde es nicht gut für ein EC. Das nächste Lied, was wir haben, da haben wir Lonely Spring mit dem Lied Misfit. Das ist so eine Punk-Rock-Band. Ja, es ist schon lustig, es ist unterhaltsam, das Lied, aber also wenn es Richtung richtigen Punk-Rock geht, dann gibt es andere Bands, die ich bevorzuge als diese Band. Ganz klar. Schon ein klein Ticken langweilig. Zu einfach. Als nächstes haben wir den Künstler Trong oder Trong mit dem Lied Dare to be Different. Und ja, es ist mal was anderes. Ich glaube, der hatte in Korea dieses Idol oder The Voice oder was es war gewonnen. Ich habe mich da nicht genau informiert. Es ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich könnte mir das als Radiolied vorstellen. EC-Qualität würde ich sagen, nein, da fehlt wieder das gewisse etwas. Deswegen ist er jetzt bei mir auf Platz 5. Ja, Platz 5. Platz 5. Und genau, Platz Nummer 4. Da haben wir den Will Schultz, die Willkürche mit dem Lied Hold On, was ich ganz schön in diesem Video finde. Ja, ich weiß, Musikvideo, Live-Performance, das ist nochmal was anderes, aber dieses Waldmotiv und alles so mit diesem Wald und so dieses, das harmoniert
unheimlich gut zu ihm und zu dem Lied und alles. Also das muss ich sagen, schon sehr passend. Zwar jetzt nicht unbedingt die Adidas-Schuhe dazu, aber so das harmonisiert ganz gut. Ich bin total gespannt auf seine Live-Performance. Also wie werden sie das dann bildlich darstellen? Und es hört sich ganz gut an, ist aber auch wieder nicht ein Lied, was ich bewusst mir bei Spotify anhören würde. Als nächstes kommen wir zu den Künstler René Miller mit dem Lied Concentrate Heart. Ja, das ist so ein... Ich hatte da letztens so dieses Lied, also so nicht Lied im Kopf, sondern den Gedanken im Kopf, Overrated. Overrated war so ein Gedanken, den ich hatte. Es ist mir zu hoch bewertet, dass es was ganz Tolles ist und ein Meisterwerk und, aber das ist so einfach. Es ist ein richtig gutes Lied, das kann man auch anhören und so, aber es ist auch nicht so meins, wo ich sage, das höre ich mir jetzt bewusst an. Hätten wir damit aber Chancen? Ich würde damit sagen, hätten wir schon Chancen beim ESC. Das ist so meine Einstellung, deswegen habe ich jetzt das alles so auch so dermaßen sortiert, weil ich damit vermute, hätten wir auch auf jeden Fall eine Chance. Ja? Nun kommen wir zu der wundervollen Patty Gurdy mit dem Lied Melodies of Hope. Und ich hatte letztes Jahr beim WGT die Möglichkeit, sie zu sehen und habe ein Foto mit ihr gemacht, habe meine Chance genutzt. Ganz interessante Situation gewesen. Ich stehe mit meinem Vater, ich war ja mit meinem Vater beim WGT gewesen und ich suche nur gerade ein schönes Bild von ihr als... Ja, nehmen wir das. Sitze da auf den heidnischen Markt, also dem Mittelaltermarkt vom WGT in Leipzig, auf so einer eine Parkbank, Blick Richtung Bühne und wir haben dann so ein bisschen was getrunken und was gegessen und saßen da. Haben einfach so ein bisschen Zeit verstreichen lassen, ein bisschen geschillt. Und auf einmal sehe ich da eine wunderschöne Frau mit einer gelben Regenjacke an. Ich gucke nochmal hin und dann so, Moment mal, das ist sie doch, oder? Und dann so, wie man das vielleicht so kennt, sag mal, bist du denn? Und dann bin ich aufgestanden, also gehe zu ihr hin und sage so, hallo, aber du bist doch die Patty Gurdy, oder? Und dann hat sie mich so angeguckt, ja, das bin ich. Und dann war ich so, ja, ich finde dich so toll, du hast so eine schöne Stimme, ich mag deine Lieder so sehr. Und dann haben wir uns noch über das anstehende Konzert unterhalten und dann haben wir halt, wie gesagt, das Foto zusammen gemacht und ja, so eine super nette, tolle Frau, Persönlichkeit und ach, es war einfach toll. Es hat mich richtig gefreut, dass ich die Möglichkeit dazu hatte. Und ja, das Lied mochte ich sehr. Ich habe das ja schon während dieser TikTok-Entscheidung gesehen und angestiftet hier alle so, drückt da mal drauf. Genau, und ja, also ich mag das Lied sehr. Höre es auch gerne. Ist aber bei mir auf Platz 2 gelandet. Ja, es ist halt so eine persönliche, so ein Fight gewesen. Wäre nur sie da gewesen, wäre sie meine Nummer 1 da. Aber wie gesagt, noch die andere Band kommt, ist sie leider auf Platz 2 gelandet. Und ja, aber wie gesagt, ich mag sie sehr und ja, es ist schon toll. Mal schauen, wie gesagt, wie der Live-Auftritt wird. Bin sehr gespannt. Drücke auf jeden Fall einfach so die Daumen, dass sie das super rüberbringt, authentisch und so wie sie ist rüberbringt. Dass sie sich nicht verstellt oder versucht anders zu sein oder sie soll einfach sie selber sein und das voll toll rüberbringen. Und diese positive Energie, die sie gibt, so einfach, dass man das spürt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und nun kommen wir zu meiner Nummer 1 und zwar Lord of the Lost mit dem Lied Blood and Glitter.
Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe, liebe, liebe es, ja. Sie sind einfach toll. Ja, ich habe die auch schon beim WGT Live gesehen und habe auch bei einer Autogrammstunde auch schon ein persönliches Foto mit denen gemacht, habe eine Supporter-Autogrammkarte. Die liegt aktuell wirklich hier bei mir immer hier rum. Hinten drauf finde ich ja nochmal die Werbung, Lot of the fucking Lust. Und dann halt, wie gesagt, hier die Autogrammkarte dazu. Ja, die liegt jetzt aktuell hier bei mir. Und ja, ich freue mich so, dass sie teilnehmen. Oh, so toll. Ja, also ich drücke ganz fest die Daumen. Und wir haben alle angestiftet, die wir kennen. Stimmt ab. Ihr dürft für alles abstimmen. Und dann haben sie, weil sie uns mögen, natürlich für dieses Lied abgestimmt. Wir sind so beeinflussbar. Manipulierend. Ja, wir manipulieren die Leute. Sagen wir, wie es ist. Ja, also ich mag das Lied total gerne. Die verschiedenen Instrumente, Musikstile, alles so richtig geil reingebracht. Und wer sich mit der Band, ich, schon länger auseinandergesetzt hat und sie schon länger kennt. Und der weiß halt, dass sie sich nicht verstellen oder irgendwas anders machen oder besonders machen, sondern das sind einfach sie. Sie sind total authentisch. Das, was sie in den Lied machen und dann auf die Bühne bringen, das sind einfach sie. Das machen die nicht extra oder für jemanden oder, ne? Die sind halt einfach so, wenn die Bühne machen. Und das liebe ich total. Also, ja. Wie gesagt, Chris Harms ist ein echt cooler Typ, was er dort immer auf der Bühne, also was er jetzt, wie er rüberbringt, das haben auch die anderen halt alle und so. Ja, also ich feiere es total und drücke ganz fest die Daumen, dass sie es auch werden. Und das wäre so cool, wenn echt Deutschland mal was richtig Geiles, anderes dorthin schicken würde, weil man bedenke, wir haben ja schon mal gut abgeschnitten. Ist ja nicht immer so, dass wir nur Letzter waren oder so. Die letzten Jahre waren wirklich doof. Aber wir hatten ja auch gute Beiträge, haben ja auch gewonnen mit Lena und danach hatten wir ja auch gute Beiträge. So ist es ja wirklich nicht. Aber wie gesagt, das wäre mal was anderes, ne? Also ich würde es feiern, ich würde es mir wünschen und ich fände es so toll und ich würde es auf jeden Fall unterstützen. Und ja. Was sie schon bekannt gegeben haben, sie werden auf dem WGT dabei sein. Ich hoffe bloß nicht an den Freitag, weil an den WGT-Freitag, Pfingstfreitag, werde ich mit meiner Mutter beim Depeche Mode-Konzert sein, auch hier in Leipzig. Das geht dann nicht, ne? Ich hoffe so sehr, dass das alles irgendwie von den Bands und alles so klappt, dass ich all das, was ich auch sehen möchte und da sehen kann und so total aufgeregt und total hyped und oh, ja, schön. Ich liebe es einfach. Ja, das war also nochmal so recht spontan meine Liste zusammengewürfelt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie eure Einschätzung dazu ist, welchen von diesen Künstlern oder Bands, ne, ist euer Favorit. Also ich habe ja schon einige Listen mir angeschaut bei YouTube, weil ich so nervös bin. Und ja, mal schauen, wer es dann am Ende wird. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, wie gesagt, über Kommentare von euch und über ein Abo natürlich auch. Denn wie gesagt, bei mir gibt's natürlich bunt gemischt mal von allen etwas. Ich mache nicht nur Unboxings oder sowas, sondern halt auch solche Videos, weil es halt mir Spaß macht und für mich was Persönliches ist. Genau. Ja, damit bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Dann ordentlich Daumen drücken. Viel Spaß dann, wenn ihr schaut beim Schauen der Show. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und tschüss.